Hallo Leute, es geht weiter mit Return to Mysterious Island. Wir haben hier wieder unseren Affen vor uns und es ist jetzt schon wieder echt, ja, fast eine Woche wieder her, dass ich gespielt habe. Ich muss erstmal überlegen, was ich machen soll. Ich weiß, dass ich den Affen verscheuchen sollte, das weiß ich noch. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie. Ich meine, ich habe einen Käfig, kann ich damit nicht was anfangen? Oh, ich hatte mir doch da irgendwas überlegt, aber ich habe das jetzt schon wieder voll vergessen. Ich denke mir halt die ganze Zeit, vielleicht kann man da was Explodierendes bauen. Oder so. Vielleicht müssen wir auch nochmal wieder was auseinanderbauen. Was hatten wir hier nochmal? Mehl. Erstmal so die Sachen nochmal ausprobieren. Das Mehl kann ich nehmen. Und dann brauche ich noch eine Schüssel Wasser. Und dann nochmal wieder irgendwas, wo wir nicht wissen, was. Aha. Was soll denn das Schönes werden hier? Ahornsirup, Mehlwasser kriege ich nochmal hin. Ich habe ja nun aber gar keine Schale mehr. Muss ich mir nochmal wieder eine Schale bauen? Das heißt aber auch, dass ich mir wieder Lehm holen muss. Ist auch blöd. Dieses schweflige Wasser kocht. Ich kann es nicht trinken, aber ich könnte etwas damit erhitzen. Ja, vielleicht diese komische Marmelade hier, die wir uns da basteln, oder weiß ich auch nicht. Vielleicht ist ja auch hier irgendwas dabei, was wir nehmen können. Irgendwas, was da reingeht. Nee. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Den Ahornsirup? Den Ahornsirup. Ah, jetzt habe ich Zucker. Also, kann ich den Zucker dazu tun? Haben wir ja eigentlich schon, ne? Zucker. Haben wir hier noch mehr? Ja. Haben wir auch noch das? Gehört das da vielleicht dazu? Die Regenwürmer? Nee. Hier ist Wasser. Brauche ich das ja nicht mehr holen. Und jetzt noch eine unbekannte Zutat und das war's dann. Was könnte das werden? Da stand doch gerade ein Tipp. Irgendwas stand da gerade. Hier kann man das demontieren. Das machen wir mal eben wieder. So. Das haben wir auch, die Töpfe. Ja. Kannst du das kombinieren vielleicht wieder? Wozu war denn da auch das Seehundfett? Ja, ich dachte damals ja auch, wir können uns eine Fackel bauen. Klappte aber leider nicht. Volle Batterie. Was haben wir denn hier noch? Stroh. Bambus. Die komischen Algen. Können wir irgendwas mit dem Messer noch bearbeiten? Was kann ich denn mit dem Zucker mal machen? Das hier irgendwie zerkleinern. Oh, jetzt habe ich meine Feuersteine. Oh ja, du bist so cool. Das wollte ich doch gar nicht. Glaube ich. Oh, jetzt kommt schon wieder ein Erdbeben. Was auch immer das bedeutet. Bist du weg? Nö. Kann ich ihn hier mit meinen Feuersteinen... Ich meine, wenn ich mir Feuer machen könnte, dann könnte ich nicht nur zur Höhle, sondern könnte den vielleicht auch verjagen. Oder man soll sich jetzt einen Pfeil und Bogen machen. Aber ich glaube, dann sagt sie, nee, den will ich nicht angreifen, Mimi. Nochmal alles so ein bisschen nochmal bearbeiten, weil mit diesem Messer habe ich auch noch immer nicht alles gemacht. Aber ich dachte, das wäre so unnütz. Ich glaube, das soll aber auch tatsächlich eine Verlängerung sein. Und alles, was wir so selber benutzen, machen wir hiermit. Mit diesem Ding hier. Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich noch eine Verlängerung. So. Warum kannst du den nicht bearbeiten? Nee, ich will das. Ich will den Stock eigentlich nicht zusammenbauen. Ich will das halt am liebsten eigentlich eher bearbeiten, so dass daraus ein Pfeil entstehen könnte, aber das klappt ja anscheinend nicht. Nee, das klappt nicht. Was soll denn hier als Zutat hin? Ich weiß es nicht. Gut, dann hier kann ich nicht weiter. Hier kann ich irgendwas kochen, weiß aber noch nicht was. Da darf ich nicht hin, wegen dem Vieh. Kann man hier noch irgendwie wieder zurück. Gucken, ob man hier lang kann.
Nee, also da geht's auf jeden Fall nicht lang. Und bei dem ekligen Kadaver hier ist jetzt auch nichts, ne? Gut. Da ist die Schlange. Und die Schlange nochmal hier festhalten, um an die Spinne zu kommen oder so. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Da ist nichts mehr zu holen. Na dann. Ja, vielleicht muss man ja doch nochmal wieder zurück. Wir haben ja auch noch diese Dinger hier. Können wir da vielleicht das jetzt ranhängen? Wir haben ja jetzt unsere Strickleiter. Unsere Strickleiter. Kamen wir irgendwo vorher nicht hin, nach oben? Dass wir jetzt mal nach oben irgendwie können? Hier zum Beispiel, das war ja sonst immer zu hoch oder so. Nee? War aber was weiter? Nee. Nee, macht sie nicht. Können wir jetzt nach hinten? Zum Wasser? Nee, können wir auch nicht. Tja, Strickleiter vielleicht dann doch eher nicht. Unsere Feuerstelle. Tja. Weiß nicht, was diese Dinger hier sollen. Könnte man vielleicht miteinander verbinden? Mit irgendeinem Brett oder so? Weiß jetzt aber auch nicht wozu. Deswegen lasse ich das mal jetzt erstmal in Ruhe. Ach ja, da können wir rüber. Will da aber gar nicht rüber. Gehen wir nochmal hier lang. Hier brauchten wir Feuer für unsere Höhle. Das haben wir aber nicht. Was echt blöd ist. Weiß ich auch nicht. Davon habe ich schon was. Oh ja. Aber wenn wir das jetzt verbrezeln, dann hast du gar kein Wasser mehr. Also unser Äffchen hätten wir ja auch noch. Vielleicht kann ja unser Äffchen auch noch was machen. Vielleicht kann... Hier, der kann direkt zum Wasser jetzt. Vielleicht kann das Äffchen ja mal noch was machen. Irgendwas verarbeiten oder so. Irgendwas, was sie vielleicht gar nicht kann. Zucker. Was weiß ich? Kannst du da keine Regenwürmer? Bogen. Das Gummizeug. Hier. Was soll hier eigentlich draus werden? Das verstehe ich auch immer noch nicht so ganz. Was ist das hier? Metallgabel. Doof, dass wir keinen Pfeil haben. Das ist doch auch doof, keinen Pfeil zu haben. Nee, der will dem bestimmt kein Geschenk machen. Der will das ja nicht. Ne? Oder wie war das? Kann das Äffchen nochmal so ein Geschenk machen? Nee, hier wollte ich doch gar nicht hin. Wie kam man denn jetzt nochmal hier weg? War das da? Hier gehen wir doch zum Wasser. Nee, hier gehen wir das Lehmzeug holen. Haben wir davon noch mal was geholt? Toll. Kann man hier noch woanders lang? Nö. Kann man hier noch irgendwas machen? Hier ist unsere diese. Diese Schweb. Dieses. Das ist genau dasselbe eigentlich wie das andere, aber okay. Nee, das will sie nicht. Können wir. Schwefelbrühe. Diese schweflige Wa- Ja, du könntest damit was erhitzen. Das Fett hier vielleicht. Was weiß ich?
Nee, auch nicht. Nee. Nee. Nix funktioniert. Da ist die Schlange. Wir kommen hier nicht weg vom Fleck. Schade. Versuchen wir es nochmal mit dem Affen. Hier, ja, komm her. Hier, kriegst du ein Geschenk. Ich will Jepp nicht zu ihm schicken. Der Affe könnte ihn mit dem Stock verprügeln. Also ist der Stock vielleicht das Problem? Oder was jetzt? Ich muss das Tier wegbekommen, ohne es dabei zu töten. Ja, dann wären Pfeil und Bogen ja auch irgendwie nicht richtig, ne? Kannst du hier den einfach mit dem Stock so ein bisschen hier... Oder halt eine Falle, wie gesagt. Wo ist denn das Problem mit der Falle? Mit der Falle, mit dem Käfig hier? Das macht sie alles nicht. Mit unserem langen Messer? Nee, auch nicht. Willst du hier mit der Metallgabel... Nee, ne? Nee. Nö, alles will nicht. Will sie ja nicht. Ein Seil einfach irgendwie so. Ist bestimmt wieder was total Blödes. Einfaches oder ich weiß auch nicht. Oder was Absurdes. Oh. Ja, vielleicht soll das ja echt hier so ein Lockmittel oder so werden. Ich weiß es nicht. Ich frage mich halt auch immer, ob wir dafür jetzt überhaupt alles haben. Weiß auch nicht. Vielleicht hätten wir es auch hier explodieren lassen sollen, diesen Bambuskram. Ich weiß aber gar nicht mehr, wir kriegen den Bambus aber auch irgendwie gar nicht mehr. Das haben wir jetzt explodiert und dann war es das. Aber ich frage mich, ob man da vielleicht das nochmal explodieren lassen könnte und das den Affen vielleicht vertreibt. So boom. Mäßig so. Oh, das knallt. Ganz schön. Das meinte ich. Hat es den vertrieben? Die Hitze lässt den Bambus explodieren. Hat das den ver... Ey, cool, das hat sogar geklappt. Das hat den vertrieben. Super. Was habe ich bekommen? Was ist das jetzt? Kohle. Aha. Was soll ich denn damit jetzt? Ja, aber dann können wir ja jetzt weiter. Coole Sache. Eisensulfat. Aha. Was sollen wir denn jetzt hier noch basteln? Oh, was haben wir hier? Was ist das? Pottasche? Hä? Was hat sie denn vor? So eine kleine Bombe basteln. Aber das ist ja cool, dass wir den Affen nicht vertrieben haben. So ein... Wusste ich's doch. Explosiven Zeug. Hätte aber auch komplett was anderes sein können. Bei dem Spiel weiß man ja nie. Weiter kommt man hier gar nicht. Echt? Na gut. Dann, habe ich jetzt was Tolles, um was zu machen? Keine Ahnung, was ihr Plan ist. Ich guck mal auf mein Handy. Telefon. Lexikon aktiv zu bestimmten Gegenständen. Okay. Okay. Der Akku ist voll und der Satellitenempfang klappt. Aber mein Telefon sendet nicht. Immer noch nicht. Können wir hier irgendwas sehen? Nee. Sie wenden mir kaum noch Aufmerksamkeit. Okay, wir sind da. Können wir hier irgendwas machen? Sie wenden. Können wir hier mal weiterblättern? Vor knapp einem Monat. Nee. Kurz vor dem Unfall war ich... Sie haben mein Boot gefunden. Sie wenden. Nee. Keine neuen Informationen mehr. Ziele. Ich habe mich entschieden, die Wünsche des Geistes zu erfüllen. Mal sehen, ob ich seine Leiche... Was? ...finden kann. Jedenfalls werde ich mit Jepp weiter die Insel erkunden. Zuerst brauche ich ein richtig langes Seil, damit er mir helfen kann. Richtig langes Seil. Hier. Mit unserer Strickleiter kann er doch bestimmt noch mehr machen. Ich muss nur noch bessere Stellen finden. Das war jetzt so der Weg hier rüber. Aber es gab doch auch noch woanders sowas, wo er hochklettern konnte. Wo war denn das nochmal? Es gab doch noch so eine Stelle. Ich will ja jetzt nicht wieder zurück. Ja, hier bin ich wieder hier. Das habe ich mir gerade gedacht. Das sah ja auch so aus. Hier nochmal vielleicht. War das irgendwo hier? Ich glaube, da bin ich eigentlich zu weit gelaufen.
Wir brauchen halt auch Feuer, das ist das Problem. Dann könnten wir die Höhle erkunden und vielleicht ist da ja die Leiche dann auch drinne. Das wäre ja was. Da ist der Blasebalg. Können wir hier noch was machen? Mit der Feuerstelle zum Beispiel hier. Was können wir denn jetzt hier überhaupt? Moment mal, jetzt haben wir doch vielleicht Sachen, um Feuer zu machen. Kohle, Eisensulfat. Das Eisensulfat, was soll da? Also das hier sieht nach irgendwas zu essen aus. Können wir mit diesem ganzen Kram nicht dahin zum... Ich gehe mal hier zu unserem Feuerchen. Vielleicht lässt sich da ja schon was kombinieren oder so. Kohle. Oder die Kohle wo reintun erstmal. Oder ich weiß auch nicht. Hier mit irgendwas verbinden. Vielleicht müssen wir uns einfach nochmal diese Feuersteingeschichte machen, die ich sonst immer vermeiden will. Wie da so genau. So. Genau. Dann habe ich Feuersteine mit Kohle. Was packe ich jetzt noch dazu? Das da? Nee. Nee. Das ist ja nur einfach Asche. Was soll mit der Asche? Fällt mir auch nichts ein. Ich will ja dieses Dings hier nicht schon wieder schmutzig machen. Das wäre auch Blödsinn. Waschen, schmutzig machen, waschen, schmutzig machen. Ich bin ein bisschen doof, was das hier gerade angeht. Ich denke so an Holz und so, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist und. Den einfach dazu. Was ist das hier eigentlich nochmal? Ist das ein ganz normaler? Nee, es ist ein Sandstein. Ich will nicht noch mehr Lehm. Ich will Feuer. Und wenn wir daraus jetzt einfach da fackelmäßig irgendwie in die Richtung nochmal denken. Weil ich habe ja hier schon alles ausprobiert gehabt eigentlich. Ich könnte den Bogen auch wieder auseinanderbauen. Glaube aber nicht, dass das der richtige Weg ist. Leute, was fehlt denn hier? Fehlender Gegenstand unbekannt. Kohle. Nix, was da reingehen könnte. Oh, Menno. Hier. Ich soll mir jetzt aber nicht irgendwie selber einen Blasebalg oder was weiß ich nicht was basteln, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, was hier fehlt. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um in der Höhle Feuer zu machen. Und dass da auch der Schritt ist, der uns dann weiterführt. Irgendwie. Das Rätsel bringt mir, glaube ich, auch gerade nicht weiter. Ich brauche eher so die fehlenden Zutaten. Ja, nehmt es mir nicht übel, aber ich werde jetzt mal nachschauen, was mir hier fehlt als drittes und ob ich das schon habe oder ja. Oder ob ich das noch wo finden muss und wo ich es dann finden muss, damit ich hier Feuer machen kann. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt Zucker. Ich glaube, das ist einfach, ja. Das muss uns eigentlich weiterführen können. Aber ich habe ja nichts. Nee. Das geht ja alles nicht. Das ist alles doof. Nee, ich schaue jetzt mal nach. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Feuer machen wollte ich eigentlich machen, aber irgendwie ist es das doch nicht. Es gibt aber beim Strand irgendwie. Wie komme ich jetzt nochmal zurück zum Strand? Ich bin einfach jetzt wieder zurück. So, gehst mal hier zurück. Da gehst du. Da, 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 da. Da, 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 Hügel hoch und weg.
natürlich schaffe ich es nicht weg. Dann wieder da lang. Nein, nein, ja, ja, ja. Immer denselben blöden Fehler machen. Das ist nicht so schlau. So, hier ist das richtig. Zum Strand. Und dann gibt es hier eine Möglichkeit mit meinem Äffchen irgendwo hoch. Mit Strickleiter denken, so von wegen hoch irgendwo, war also nicht falsch. Aber wo denn? War das hier? Oder muss ich dafür hier irgendwo? Vielleicht ja bei diesen Kupferdingern. Vielleicht muss er ja da irgendwie, vielleicht sind die ja dafür da. So, hier. Äffchen. Nee? Da vielleicht? Nö. Hm. Wo dann? Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Irgendwo hier, dass man hier so hochklettern kann. Hm. Könnte mir ja eher vorstellen, hier so am Strand oder bei den... bei denen hier. Da scheint man doch aber irgendwas machen zu können. Ach, guck mal, hier. Da vielleicht. Ah! Gut gemacht! Yeah! Was finden wir denn hier? Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Oh nee, nicht, dass wir diese Leiche finden oder so. Voll unheimlich hier. Captain Nemos Leiche. Ich kann sie hier nicht sehen. Wir haben sie tatsächlich gefunden, direkt vor unseren Augen. Was ist das? Ein gefundener Schlüssel. Aha. Okay. Geheimnisvoller Schlüssel. Und der hier? Ein Tauchanzug. Ui, sollen wir auch noch tauchen? Was ist das? Was ist das? Musikstück. Sie haben in der Hand Musikstück. Einige krakelige Musiknoten. Lexikon. Vermutlich ist es nicht das ganze Stück, sondern nur das Ende. Der Anfang fehlt offensichtlich. Aha. Sollen wir ihm jetzt hier den Tauchanzug? Nee. Was soll ich denn jetzt machen mit ihm? Sie will ihn ja nicht hier so zurücklassen. Sollen wir den verbrennen? Ich gehe mal erstmal hier noch gucken. Ich brauche ja, eine Lampe oder was? Kerze. Da sind wir schon länger am Überlegen, wie wir das anstellen können. Ui. Oh, cool, so Seile und so. Nee, doch. Ach doch, dann können wir uns doch bestimmt selber jetzt hier Lampenöl, Dings, Fett. Warte, was ist das jetzt? Doch, ist eine selbstgebastelte Kerze, ne? Hier. Öllampe. Kannst du das hier? Da brauchtest du doch was. Wo denn? Hier. Ja. Ich brauche eine. Kannst du dir das so... Lampe oder Kerze, ja. Öllampe. Aber immerhin könnten wir jetzt auch unten in diese... in die Geschichte reingehen vielleicht, wenn wir das schaffen. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Okay. Hm. Oh, was ist das denn hier? Hey, was ist denn das hier alles? Südpazifik, Lincoln-Insel. Mal sehen. Ein Berg im Osten, ein großer See, der durch Klippen vom Meer getrennt ist. Ich muss auf dieser Lincoln-Insel sein. Aha, wir sind also auf der Lincoln-Insel. Interessant. Das wird ja immer spannender hier. Aber auch ein bisschen gruselig hier mit den Höhlen. Was für ein Chaos. Sieht aus, als wäre hier eine Elefantenherde durchmarschiert. Ja. Was ist das? Oh, jetzt mach das mal wieder hier. Sie haben in der Hand Fotos. Dias, die durch Glas geschützt sind. Lexikon, um die Bilder ansehen zu können, benötigen Sie einen Projektor und eine Leinwand. Die Kanone ist nicht richtig geladen. Wollen wir die denn überhaupt laden? Wir können tatsächlich eine Kanone... uns basteln. Kannst du da was reinpacken? Einfach so? Oder müssen wir da was Spezielles? Ja, ich nehme an, wir müssen uns tatsächlich in so eine Kanonenkugel basteln. Keine Ahnung, wie sie das anstellen will.
ein bisschen gruselig. Ja, die ganze Insel fliegt bald in die Luft. Oh. Ein paar Notizen sind wohl eher die Aufzeichnungen eines Chemikers. Was? Big Querel Batterie. Bestandteile: Pottasche aus verbrannten Pflanzen, Salpetersäure, Zinkstreifen, Glasrohr verschlossen mit einem formbaren, porösen Material. Die Pottasche haben wir schon mal. Salpetersäure haben wir nicht. Zinkstreifen auch nicht. Glasrohr. Vielleicht ist ja dieses komische... Ach, was ist hier? Kommt noch mehr. Volta-Batterie. In einem Rohr abwechselnd Kupfer- und Silberschichten, dabei die Metalle mit in Zitronensaft getränkter Baumwolle trennen. Oh mein Gott, das ist alles so gar nicht meins. Nitroglycerin, Salpetersäure notwendig. Schwefelsäure über Salpeter destillieren. Schwefelsäure, Erhitzung von Eisensulfatkristallen in einem geschlossenen Gefäß. Ach du Scheiße, Schießpulver. Salpeter, Holzkohle, Schwefel. Scheiße. Ein zerrissener Zettel mit krakeligen Notizen. Es fehlt was. Aber vielleicht kann ich ihn trotzdem entziffern. Ich, Kapitän Nemo, richte diese Zeilen an denjenigen, der meine Leiche finden sollte. Ich bin zu dieser Insel zurückgekehrt, um meine Freunde Cyrus Vance und seine Gefährten zu besuchen, das mich angriff, als ich gerade aus dem Wasser kam. Oha. Meine ich nicht mehr zu einem sicheren Ort. Affen in die, seit das Haus verlassen ist, dann werde ich mit Blick auf die aufgehende Sonne sterben. Also irgendwas ich nicht mehr zu meiden oder so. Affen in die Höhle. Ein letztes Mal werde ich mir den Himmel und seine merkwürdigen senkrechten Streifen am Horizont ansehen. Jenes optische Phänomen verrät neben dem Lärm des Generators, um die Lincoln-Insel aktiv ist und sie von der Außenwelt abschneidet. Diese Abgeschiedenheit war mein Wunsch. Aha. Aber nichts währt ewig. Stürmisches Wetter beeinträchtigt mein Schild und ermöglicht Zugang zur Insel. Daher möchte ich wetten, dass jemand, Sie, werter Leser, die Insel betreten und diese Nachricht entdecken wird. Legen Sie meine Leiche in einen Sarg und begraben Sie mich, wo das Land auf das Meer trifft. Reparieren Sie meinen Taucheranzug. Gefährlich. Nehmen Sie sich in Acht. Versuchen Sie zu töten. Grimmige Wachhunde würden einmal Alarm ausgelöst, setzen sie Fallen einen Schwärmen über die Insel aus, um sie zu zerstören. Ziehen sie auf ihre Schwebedüse? Das ist ihre Schwachstelle. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Gefährliche Hunde und in Acht nehmen. Ach, jetzt habe ich hier die Zinkstreifen. Und hier sind noch Schubladen. Was war hier noch gerade da? Achso, dann komme ich nur wieder zurück. Nee, Drahtrolle. Eisenspäne. Schraubenzieher. Hammer. Nägel. Geht jetzt voll los hier. Planken. Ich nehme alles mit. Alles unterm Arm. Holzkohle. Stahlkette. Kessel. Das wird immer schöner hier. Kannst du aus dem Fenster gucken? Das ist ein guter Platz, um Feuer zu machen. Bottich. Zunderschwamm. Boah. Spiralrohr. Eine Karte des Südpazifiks. Mitten im Ozean ist ein Kreuz, das mit Lincoln-Insel beschriftet ist. Es liegt zwischen dem 35. und 40. Breitengrad und dem 150. und 155. Längengrad West. Die nächste bewohnte Insel ist mehr als 1800 Kilometer entfernt. Du wirst hier auf Emma bleiben müssen. Nein, wir werden natürlich alles tun, um hier wegzugehen und uns mit Schwefelsäure und Salpetersäure und weiß ich doch nicht was uns irgendwelche Sachen basteln, was ich in meinem ganzen Leben noch nie getan habe. Aber natürlich kriege ich das hin. Kein Problem. Kannst du hier nicht mal einfach aus dem Fenster gucken? So zum Abschied des Parts, nicht? Na gut, dann verabschiede ich mich, obwohl so ein kleines Feuerchen nochmal hier hinkriegen. Aber das können wir doch bestimmt... Weiß nicht, kannst du das da reintun? Nö, natürlich nicht. Können wir die Bretter nicht... Ach, warte mal, wir müssen das jetzt alles erstmal reinpacken. Die Bretter. Die Kiste. Was denn? Du kannst auch jetzt hier fröhlich alles machen. Fotos haben wir auch. Hier, das vielleicht. Eisenspäne.
Keine Ahnung. Wir können ganz viel machen und auf Anhieb wird es jetzt schon mal blöd. Können wir die vielleicht kleiner machen mit unserem Messer? Wo ist denn das überhaupt? Wo ist mein Messer? Hä? Wo ist denn das Messer? Oh! Warte, Hammer und dann noch Nägel? Jawohl. Ach, wir haben einen Sarg gebastelt für ihn. Oh, wie traurig. Aber das finde ich irgendwie schlimm. Ein Erdbeben. Schon wieder. Oh nein. Oh Gott. Ah. Ist bestimmt irgendwas noch im Meer oder im Wasser oder so. Oder so ein voll heftiger Vulkan. Oder ich weiß auch nicht. Wir werden ihn jetzt auf jeden Fall mal einen Sarg geben. Komm mal her, du. Du Captain. Oh, Captain, mein Captain. Wie jetzt? Mach mal. Nimm mal. Zack, ist er drinne. So, und jetzt, wie bringe ich den runter? Damit. Ja. Mina! What? Ah! Hast du das auch gesehen hier? Was? Was ist denn hier? Wer stand denn hier? Da! Hier stand er! Hallo? Ein Geschenk für mich? Was denn? Was? Wo ist ein Geschenk für mich? Nanü? Hier vielleicht? Bei den Kokosnüssen. Kokosnüssen. Wo ist das Geschenk? Ein Geschenk, wo? Wo? Meinte er die Truhe, die wir schon längst hatten? Mina, ich bin's, dein verschollener Vater. Er stand doch hier und hier wurde das gesagt. Soll ich jetzt hier nochmal angeln? Aber hier kann man nichts machen. Oh, da lügt uns voll an, der Geist. Hier hat gar nichts für uns. Ja. Hier in unserer Höhle. Hier brauchen wir doch gar kein Feuer. Nee, ist voll unnötig. Papa, wo ist das Geschenk? Jetzt liegt der hier, der Nemo. Oh, voll traurig. Na gut, ich muss den Part beenden. Das wird sonst zu lang und so. Aber ich verstehe das gerade nicht. Oben. Gleich. Hä? Ja. Wo ist denn das? Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.